Dann werden wir sehen, ob es stimmt oder auch nicht. Ansonsten, wie immer gestern auch. Ja. Also Fadinger Reloaded, was ist das genau? Das haben wir uns eine Zeit lang auch gefragt. Was ist das eigentlich genau? Und es ist aber so aufzufassen, wie eben Fadinger, wie man Reloaded immer versteht, also dass da irgendwas wiederbelebt wird. Da war was da, das wird wiederbelebt. In unserem Fall ist die Figur vom Fadinger, aber nicht die historische Figur vom Fadinger, sondern gewissermaßen der Geist, der dahinter steckt. Die Idee Fadinger, die versucht man in dem Fall als Musiktheater wiederzubeleben. Vor circa 3 Jahren hat mein Kollege und Freund Manfred Pils mich darauf hingewiesen, dass im Jahr 2009 Linz Kulturhauptstadt sein wird. Und er hat gemeint, wir sollten eben diese Gelegenheit nutzen, ein großes Projekt auf die Beine zu stellen. Wir haben schon 2 Produktionen gemeinsam gemacht mit den Schülern. Das war eben zuerst Medea und dann das neue Jerusalem. Und für das Jahr 2009 haben wir uns dann eben besonders viel vorgenommen und wollten eben ein Stück schreiben, das einerseits die Tradition der Schule beleuchtet oder den Namensgeber der Schule eben und andererseits eben auch moderne Gesichtspunkte mit einbezieht. Und wir haben dann auch versucht, starke Partner zu finden und haben von Beginn an gewusst, dass es für uns alleine wohl nicht reichen wird, dass wir Förderungen bekommen würden vom Linz 09 Büro, und wir haben uns dann mit der Musikschule der Stadt Linz eben zusammengeschlossen und arbeiten jetzt eigentlich schon sehr lange und intensiv an diesem Projekt und hoffen, dass unsere Arbeit und Anstrengung sich auch ausgezahlt hat und belohnt wird. Der Bauernaufstand von 1626 von Stefan Fadinger wird in die Jetztzeit geholt und neu aufbereitet. Er kämpft jetzt gegen einen großen Firmenchef, plant einen Aufstand gegen den, weil dieser Firmenchef seine Angestellten unterdrückt und manipuliert. Und der Stefan Fadinger führt eben dann den Aufstand gegen diesen Firmenchef an. Und ein paar kleine Intrigen sind auch noch mit dabei und eine kleine Liebesgeschichte zwischen der Tochter des Firmenbesitzers und dem Stefan Fadinger persönlich.
sage euch, seid unbesorgt, mich hält jetzt nichts mehr auf. Die Produktion nimmt unaufhaltsam ihren Lauf. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, ein Haufen Spinner könnte mich schockieren. Wir sollten wegen ihnen keine Zeit verlieren. Du unterschätzt ihre Erlaubnis.
Mann, er ist der neue Held. Ich suche den, von dem man sagt, dass er das Land in Atem hält. Ich bitte um ein Interview. Ich schreibe für ein Blatt. Unsere Vision ist keine Farce. Wer dies nicht längst erkennt, ist blind. Wie soll ich die Vision erkennen, wenn ihr euch hier im Wald verschanzt? Du willst mir die Vision nicht nennen, weil du sie selbst nicht glauben kannst. Siehst du diese Menschen? Kennst du ihre Ehrlichkeit? Sieh in ihren Augen und dann weißt du Bescheid. Wir sind keine Träumer, wollen auch nicht Verbrecher sein. Eure Strategien treiben uns so weit. Wir wollen von euch auch nichts geschenkt, nur dass ihr endlich dies bedenkt. Ihr werdet die Natur zerstören, scheinbar willst du dies nicht hören. Doch, ich warten Blumenknospen im Morgentau versteckt. Jede Zitter sehnlichst nach dem ersten Sonnenstrahl, der sie jeden Morgen zum Leben neu erweckt. Wer sich von der Natur entfernt und seine Heilungskraft nie lernt, der wird für immer ganz allein ein Fremder hier auf Erden sein. Ständig unterdrückst du die Natur durch Künstlichkeit. Dann willst du nicht erkennen, was du letztendlich bist. Deine Sicht ist trübe, doch die Welt sieht anders aus. Es wird nicht Romantik, Geld zieht Menschen an. Niemand sucht Entbehrung, sondern nur Bequemlichkeit. Schönheit, man problemlos in Filmen sehen kann. Ist auch für jeden, wie ich bin. Die Bühnen stehen schon lange still. Du kommst Jahrhunderte zu spät. Ein neues Zeitalter entsteht. Deinen Kindern sehnst du dich nach Ehrlichkeit. Deine Kinder, die Luxus, macht dich völlig blind. Manipulieren. Du glaubst, du kannst alles durchorganisieren. Da denkst du, wärst allmächtig Schöpfer einer neuen Welt. Eine Illusion, die bald über Nacht zerfällt. Denn die Natur, sie schlägt zurück. Es kommt der Tag, da all dein Glück in deinen Augenblick verblüht. Und du hast nicht einmal geblüht in deinem Innern. Suchst du nach Zufriedenheit, du meinst, du wärst glücklich. Doch du bist es nicht. Hinter jedem Glimmer vermutest du Vollkommenheit. Du verlässt ständig, scheint wahren Licht. Denn
und die Antwort liegt direkt vor dir. Tief in deinem Innern schlummert die Unendlichkeit. Lass sie neu entstehen, schaff sie hier mit mir. Tief in meinem Innern fühl ich deine Zärtlichkeit. Sorry.
Trend unendlich, wir sind so weit entfernt. Ich hab den Glauben an das Gute nie verlernt. Und mache dir nichts vor, ist das Gerede sein. Erst noch Jugend, jetzt liegst du hier allein. Lieg doch vor kurzer Zeit, laut deinen Namen schrie. Sie sind davon gerannt, ich sah sie von mir fliehen. Auch wenn die ganze Welt in Korruption versinkt und wenn es für den Rest der Menschheit albern klingt, werde ich weiter zu meinen Idealen stehen. Dein Reich wird untergehen, dies wird man bald schon sehen. Lass doch das Selbstmitleid, lass dich nicht so gehen. Wo ist der Mann, der kämpft, der alles kann bestehen? Du hast doch einen Traum, nach dem du ständig sprichst. Deine Vision zerstört, wenn du nicht weiterlebst. Darin wirst du nicht, was auch mit mir geschieht. Mein Werk ist unsterblich, wer denken kann, der sieht. Dies ist der Einzige, der uns noch retten kann. Das Chaos wächst um uns, es fängt zu wuchern an. Dank ist die Menschheit jetzt im Zustand dieser Welt. Denn kein Natur hat das, ist dich vergriffen. Du rettest niemanden, bleibst du an diesem Ort. Hier bist du unversorgt, ich bring dich von dir fort. Hast du einen Traum, nach dem ich ständig strebe? Deine Vision stirbt, weil du nicht weiter willst. Alles kann geschehen, mein Werk ist falsch erkennt, wird damit untergehen. Oh, so soll ich dir noch helfen, wenn du es nicht willst. Tue ich noch hier, deine Visionen sind doch gar nichts anderes als nur Illusionen. All das ist nicht mehr als bloßer Schein.
Ach, sieh mal an, wer hier reinkommt. Du kommst zu spät, das liebe ich nicht. Seit du hier weggingst, keine Nachricht. Ich warte längst auf den Bericht. In letzter Zeit ist viel geschehen. Später bekommst du den Bericht. Ein guter Freund braucht meine Hilfe. Jetzt zu helfen ist meine Pflicht. Ich weiß genau, woher der Wind weht. Hast mit Rebellen konspiriert. Wie konntest du nur so tief sinken? Du hast dich und auch mich blamiert. Möglicherweise gibt es Dinge, die du ganz einfach nicht verstehst. Du bist gefangen in den Zwängen, weißt nicht mehr, wohin du gehst. Katja, auf mir so zu kommen, halt dich zurück, beherrsche dich. Alles hast du von mir bekommen, was du auch bist, bist du durch mich. Meine Geduld, sie hat doch Grenzen, du überschätzt dich wohl zu sehr. Denk dran, ich bin nicht irgendjemand, enttäusche mich jetzt nicht noch mehr. Du warst für mich der größte Held. Ich hab dich angestarrt und dein Wort hat gezählt. Doch die Zeit vergeht, die Welt sich weiter dreht. Ich hab zuletzt so viel gesehen, was mich veranlasst hat, den anderen Weg zu gehen. Heute seh ich einen Hammer. Für den nur Macht und Einfluss zählt, den ständig Gier und Reichtum quält. Unser Profit entsteht durch Leid, durch Druck und Ungerechtigkeit. Ich will kein Teil mehr von dir sein. Wer du letztendlich bist, benimmst dich wie ein kleines Kind, das du vergessen scheint, wo seine Wurzeln sind. Dies ist dein Zuhause und deine große Chance, an dein Imperium zu führen. Stattdessen lässt du dich von Bauern plump verführen. Stefan hat mir nun gezeigt,
will doch keinen Streit. Du bist doch alles, was ich lieb und was mir nach dem Tode deiner Mutter blieb. Nichts auf dieser Welt, nicht Macht und auch nicht Geld, ist letztlich wichtiger für mich als du, mein Kind, und meine Fürsorge um dich. Ich teile meine Macht mit dir, dies unterschreibe ich jetzt und hier. Ich übertrag dir jedes Recht. Power!
sein muss. So oft ich mir's auch überleg, so komme ich an jedes Mal zum selben Schluss.
Grüß Gott, Radio Frech. Wir haben ein paar Fragen zum Stück. Fadinger Reloaded, was soll das bedeuten? Das ist die Fadinger Geschichte, die historische Geschichte, einfach in unsere Zeit versetzt und neu erzählt. Was sind Ihre ersten Eindrücke bezüglich Inszenierung, Musik? Ja, es war ja riesig, eine riesige Inszenierung mit unheimlich tollen Sänger und Sängerinnen und ein wunderbares Orchester, und ich fand die Geschichte spannend und schnell und über die Musik auch sehr emotional erzählt, und zwar wie professionelles Musical-Theater, also viel schöner fast. Das Orchester ist ja viel größer als bei normalen Musicals. Was hat Ihnen heute am besten gefallen? Na, einfach die Mitwirkenden, das Engagement der Mitwirkenden, die Energie der Mitwirkenden und die Verschmelzung, wie Musik und Gesang und Bild, auch diese Integrierung von Videobilder in die Inszenierung. Also ich fand das einfach so professionell gemacht, das ist fantastisch. Ich fand Koma großartig, und ich denke, eine Schule, die innerhalb so kurzer Zeit zwei so unterschiedliche, aber spannende und großartige Theaterabende auf die Beine stellen kann, da kann man nur gratulieren. Danke. Schönen Abend noch. Danke. Fadinger Reloaded, was soll das bedeuten? Fadinger Reloaded, ich bin natürlich nicht der Regisseur, aber ich denke, Fadinger auf neu, in neuen Kleidern, in der heutigen Zeit. Wie war der erste Eindruck? Ja, absolut großartig, und ich bin absolut immer wieder begeistert, was junge Leute einfach zusammenbringen. Bezüglich Musik und Inszenierung, was hat dir besonders gut gefallen? Natürlich die Animationselemente und natürlich die Videoproduktionen mit der halbdurchsichtigen Leinwand. Das hat dem Ganzen einfach einen gewissen Touch gegeben. Also ich fand es ganz großartig, wie die Musik und die Darsteller, wie sich das verzahnt hat. Dass ja doch jetzt einmal das Ensemble oder die Künstler, die an der Fadinger Schule arbeiten, sich mit der Musikschule zusammengetan haben. Und dass dann einerseits moderne Musik, sagen wir so, eher Rock-Pop-Musik mit klassischen Instrumenten sich zusammen vermischen und auch dann immer die Solisten und der Chor, wie das sich ineinander verzahnt, fand ich schon sehr beeindruckend. Wie hat Ihnen die Visualisierung gefallen? Die Videoeinspielungen? Ja. Sehr spannend. Also, dass man da Schachfiguren herstellt und das mit dem Bauernkrieg und so in Verbindung stellt, hat mich sehr erstaunt. Das ist eine sehr, sehr spannende Assoziation. Das ist wirklich eine der Stärken dieser Produktion auch, weil ich glaube, das hilft natürlich auch, diese wunderbare Technik in der Hafenhalle. Aber das war sehr durchdacht und absolut professionell. Wie gefällt Ihnen die Idee von Fadinger Reloaded? Die Idee war sehr gut, es ist auch sehr gut angekommen. Wir haben Anfang Pilze das super Inszenierung gemacht und wirklich schöne Musical-Musik mit kräftiger Unterstützung der Arrangements von Thomas Mandl, also war okay. Ja. Was sagen, ich halte es wirklich kurz, weil es nicht Sinn und Zweck, dass das aufgehalten wird durch eine lange Rede. Ich wollte nur kurz darauf verweisen, es ist zum ersten Mal, dass die Vereinigten Bühnen der Fadinger und der Musikschule gemeinsam was gemacht haben, und wir freuen uns riesig, dass das so toll hingehauen hat. Die Zusammenarbeit möchte für euch jetzt einmal ganz groß herausheben, das Orchester.
geehrten Leitung von Markus Wahl. Solisten hatten wir jetzt lange genug im Bild, ich brauche sie nicht mehr vorstellen. Dann herzlichen Dank natürlich jetzt auch an mein Team und da möchte ich mich vor allem einmal an die Leute wenden, die man während des ganzen Abends nie gesehen hat. Und das war meine hervorragende Technik. Im Licht und Ton, wir sind für den Lichtbereich zuständig und die Visualisierungen. Bei dieser Gelegenheit auch ein herzlicher Dank an Ingo Kelp, der uns ganz vehement unterstützt hat in den technischen Vorbereitungen und natürlich an das Hafenhallen-Team, mit dem die Zusammenarbeit ausgezeichnet war und überhaupt die Hafenhalle etwas ist, was unbedingt über 2009 hinaus Bestand haben sollte. Dann natürlich meinen Chor, was heißt meinen Chor, den Chor der Fadinger halt, ne? Und natürlich auch den Extra-Chor, der uns ganz heftig unterstützt hat. Und leider, glaube ich, nicht bei uns, sonst müsste sie auf der Bühne sein, die für die Kostüme verantwortliche Katharina Stahmeier. Und einen ganz, ganz, ganz speziellen Dank möchte ich aussprechen an meine Produktionsassistentin Dana, auch in Fadinger Kreisen Frau Professor Ernst genannt. Und ich möchte mich bei dir mit einem Fadinger Merci bedanken. Und last but not least, der Mann, der für die ganze Geschichte hier verantwortlich zeichnet, weil er Text und Musik verfasst hat, und das ist der Eckert. Beschwerden zu Inszenierung und Visualisierung haben, müssen Sie sich an mich wenden. Dafür bin ich verantwortlich. Und das war es dann auch schon. Sollten Sie beim Hinausgehen kleinen, entzückenden Fadingern begegnen, also wirklich entzückend und klein, ohne Sensen, dafür aber mit einem kleinen Spendenkörbchen in der Hand. Es hat einen Sinn, dass die so Körbchen in der Hand haben. Ja? Also sollten Sie zufällig was Überflüssiges dabei haben, werfen Sie es einfach rein. Und in diesem Sinne wünsche ich noch einen weiterhin schönen Abend, vorhand einmal mit einer weiteren, was heißt weiteren, mit der ersten und einzigen Zugabe. Bitte sehr. Thank you.
Fadinger Reloaded, was soll das bedeuten? Ein Wahnsinn. Der alte Fadinger wäre stolz auf diese Jugend. Ein traumhafter Gesang, eine traumhafte Dramaturgie, ein Orchester, wunderbare Stimmen, sensationell. Ihr erster Eindruck bezüglich Inszenierung und Musik, wie war der? Sehr gut, weil das Zusammenspiel funktioniert hat, das Orchester mit den Sängerinnen, mit den Sängern, mit dem Tanz. Es war sehr, sehr harmonisch und die neuen Medien, die auch hineingespielt haben, es war wirklich toll. Was hat Ihnen am allerbesten gefallen? Die Aufbruchstimmung der Jugend, das alte Thema, wenn man so will, des Bauernkrieges in der heutigen Zeit nach wie vor ja, aktuell, in einer anderen Übersetzung, in einer heutigen Zeit großartig.